Hallo Leute und willkommen zurück. Ich habe gerade ein Knäckebrot mit Erdbeermarmelade gegessen. Sesamknäcke, geilstes Knäckebrot auf Erden. Dann habe ich mir eine Haarmaske aufgetragen, eine Leave-In. Die muss ich also nicht ausspülen. Angeblich soll man die nicht ausspülen müssen, aber danach sehen die Haare trotzdem aus, als wärst du einmal durch einen Fettdruck gezogen. Aber es ist Wochenende und bis auf meine Haustiere ist niemand hier. Und deshalb, wen juckt's, Leute? Also, gucken wir weiter. Wir haben nämlich hier, ich muss mal kurz meine Tastatur anziehen. Wir haben einen Fischi gefangen. Können wir dem den einfach geben? Muss ich den braten? Ich habe es geschafft. Ich habe einen Fisch gefangen. Oh, miam. Das ist die erste gute Nachricht seit Monaten. Erzählst du mir jetzt von deiner Mission? Ich habe es ja versprochen, aber sei gewarnt. Wenn du mir hilfst, begibst du dich in große Gefahr. Die Askil sind mir dicht auf den Fersen. Ich sollte mich eigentlich schon gar nicht mehr hier aufhalten. Jetzt übertreib mal nicht. Du hast ja keine Ahnung. Also, bist du dir ganz sicher, dass du damit reingezogen werden willst? Das hatten wir doch schon. Ich bin mir absolut sicher. Wie du willst. Also, hast du schon einmal von Scharna gehört? Ich habe gerade einen Schluck von meinem Aloe Vera Saft hier genommen. Scharna, da läutet was? Scharna, das klingt wie der Name einer Hexe. Scharna, ist das nicht die Krankheit, bei der einem die Füße so jucken? Scharna, nein, noch nie gehört. Scharna, ist das nicht diese Krankheit, bei der einem die Füße so jucken? Nein. Ich glaube, was du meinst, ist Fußpilz. Ich rede von Scharna. Sie ist ein Orakel, eine Art Hellseherin. Und der Legende nach wohnt sie hier irgendwo im Herbstwald. Aber es ist wohl doch nur eine Legende. Ich habe mich schon halb tot gesucht. Ich werde die Suche abbrechen. Ich darf mich nicht zu lange hier aufhalten. Ich fürchte nämlich, die Askil sind mir auf den Fersen. Sag mal, wegen dieser Scharna. Ja, was ist mit ihr? Was willst du denn von der? Ein Orakel? Kann sie auch Träume deuten? Oha. Wo soll ich denn nur anfangen zu suchen? Genug von Scharna. Nee, mich interessiert hier. Ein Orakel? Kann sie auch Träume deuten? Natürlich. Dann muss ich auch zu ihr. Vielleicht haben meine Träume etwas zu bedeuten. Ich kann dich ja mit hinnehmen. Wirklich? Das wäre großartig. Endlich werde ich rausfinden, was es mit diesen Träumen auf sich hat. Vorausgesetzt natürlich, wir finden sie. Was willst du denn von Scharna? Corona ist weit entfernt. Ohne Hilfe würde der Weg dorthin Monate dauern. Ich habe die Hoffnung, dass Scharna Rat weiß. Es muss eine Möglichkeit geben, den Weg zu verkürzen. Wo soll ich denn nur anfangen zu suchen? Ich weiß nur, dass sie in einer Hütte mitten im Herbstwald leben soll. Aber wo genau? Keine Ahnung. Ich bin über die Hügel im Osten gekommen. Von da aus hat man einen ganz guten Ausblick über das Tal und den ganzen Herbstwald. Aber eine Hütte? Fehlanzeige. Das Einzige, was auch nur entfernt an Gebäude erinnert, sind diese Ruinen im Westen. Aber da war ich auch schon. Ein paar Säulen und Statuen. Sonst nichts. Dann gibt es da wohl noch eine Höhle nahe der Berge. Tja. Und schließlich bliebe nur noch der Wald selbst. Vielleicht kann man sich ja von diesem riesigen Baum im Süden einen Überblick verschaffen. Wenn du willst, zeichne ich dir diese Punkte auf deiner Karte ein. Tja, das wäre zumindest ein Anfang. Genug von Scharna, lass uns über etwas anderes reden. Wie du willst. Was hast du denn sonst noch auf dem Herzen? Bis später. Ebenso. Und melde dich, sobald du einen neuen Hinweis auf Scharna hast, ja? Okay, wir haben diese Insel hier aber noch gar nicht angeguckt. Die Insel scheint bewohnt zu sein, aber sie ist zu weit weg, um hinzuschwimmen. Hier oben kommt Rauch nämlich raus, stimmt. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Warum sollte es nicht, Sonny, so weit weg? Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Na gut, Spot. Kann ich denn... Das hier ist übrigens mein Haustier, Spot. Ist er giftig? Nein. Aber er kann giftig werden, wenn man ihn reizt. Da besteht keine Gefahr. Wir Chaski sind gut Freund mit allen Tieren. Na, wie süß er ist mit seinen kleinen Blobbelbeinen. Okay, willst du mal bei der Insel gucken? Wenn Spot doch bloß fliegen könnte. Wir brauchen ihm ja bloß ein paar Flügel annähen, oder? Ja, ansonsten willst er schwimmen? Er hat schon genug getrunken. Na gut, wartet mal Leute, ich muss mal wieder meinen Schneidersitz, meinen typischen, machen. So, da bin ich wieder. Ansonsten war nichts außer Inselwasser, der Typ... Habe ich denn irgendwas, was hier... Nee. Gräte. Oh, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich die gekriegt habe.
Brauchen wir auch noch irgendwas, was klebt? Das müssen wir so ein bisschen im Auge behalten. Kann ich mit der Grete in meinen Zähnen pulen? Ich glaube, sie haben gerade gegessen. Man sieht es am Eigelb in den Zahnzwischenräumen. Okay, schnell zu damit. Und wir gehen mal wieder. Gehe ich jetzt hier auf die Map? Ja, oder? Ah, sehr gut. Okay, wir sind hier. Ist das Zirkusding. Da ist die Höhle. Baum. Ruinen. Ich muss ja sagen, mich reizt am meisten die Höhle. Aber ich glaube, dass wir dafür erst irgendeine Lichtquelle brauchen. Deswegen vielleicht der Baum erstmal. Ich glaube, dass wir hier vielleicht am wenigsten machen können. Oder noch zusätzliche Punkte kriegen zum Suchen. Hier geht's weiter. Da geht's weiter. Ist ein Loch. Dieses Geräusch, dieses wenn er mal hinterher kullert. Das Loch ist zu klein für meine Hand. Außerdem, wer weiß, was da für widerliche Insekten drin wohnen. Hier hat's gerade geleuchtet. Harz, kann ich den haben? Mit bloßen Händen bekomme ich das Harz da garantiert nicht runtergekratzt. Alles, was ich bekäme, wären klebrige Finger. Da haben wir schon was klebt, Leute. Können wir es mit der Grete rauskratzen? Oh nein, hör auf. Das hilft mir auch. Ja, ich wollte das in den Harz hier Dings dann, so. Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Ich bräuchte eine Art Gefäß. Ein Gefäß? Können wir es nicht in die Schatulle machen? Mit dem Kästchen bekomme ich das Harz nicht vom Baum. Ich bräuchte ein besseres Gefäß. Ein besseres Gefäß. Kann ich es denn... Ich kann es wahrscheinlich nicht abschaben, solange ich das Gefäß nicht habe, oder? Damit kriege ich das Harz. Ich würde mir nur die... Ich bräuchte... Kann ich es in den Mund stecken? Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber erst einmal müsste ich das Harz vom Baum abbekommen. Das ist alles nichts Gefäßiges. Na gut, wir brauchen noch irgendwas, was wir nicht haben. Kann ich denn Spot wieder hier reinstecken? Ein bisschen sehr klein, das Loch, oder? Als Spot noch eine Larve war, hat er durch jedes Loch gepasst. Da war er noch niedlich. Willst du sagen, dass das hier gerade nicht niedlich ist? Wie sollen wir da nur hochkommen, Spot? Bei deiner Höhenangst? Hochkommen... Wir werden ja keine Leiter oder sowas kriegen, oder? Ich weiß auch noch nicht, was aus den Zähnen und der Bärenkralle machen will. Ein laufendes Gebiss? Gebiss mit Mütze? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir kommen hier nicht hoch. Ich höre auch Bienen oder Fliegen, aber... Der Baum selber und das Loch. Warte mal, was sagt er, wenn es um das Loch geht? Der Baum scheint hohl zu sein. Der Baum scheint hohl zu sein. Hallo? Niemand zu Hause. Reinfassen konnte er nicht, ne? Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Das Loch ist zu klein für meine Hand. Außerdem, wer weiß, was da für widerliche Insekten drin wohnen. Kann ich da vielleicht mit meiner Grete drin rumpulen? Nein. Auf diese Weise angle ich mir höchstens ein paar wütende Spinnentiere. Und das wollen wir nicht. Kann ich denn, wo wir gerade bei Angeln sind, mit dem Kescher hier ein bisschen? Das ist zu groß, um in das Loch zu passen. Na gut. Habe ich denn noch was Dünnes? Schau, kann ich einfach einen Korken reinstecken? Und kann ich jetzt klopfen? Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Warum haben wir das mit dem Korken gemacht? Kann ich jetzt hier hoch? Toi, toi, toi. Nee. Warum mache ich das? Das hat noch nie... Nee, ich wollte... Wie kletter ich denn hier hoch? Ich habe gedacht, ich kann hier draufsteigen, wisst ihr? Aber ich weiß nicht, was der Korken jetzt hier drin macht. Will ich ihn wieder rausnehmen? Nein, das Loch ist verstopft und das ist gut so. Ach so. Ah, ich habe keine Ahnung, warum das gut ist. Es war einfach ein Loch und ich hatte einen Korken. Das ist die einzige Kombination, also... Macht das Sinn hier gleich mit der Tatze? Daraus ließe sich aber erst einmal... Okay. Warum muss ich es erst in ein Gefäß machen?
Ich befrag die nicht, weil ich Angst habe, dass sie mich spoilern. Okay, mehr ist ja nicht außer Baum. Ich möchte die Schaufel aus irgendwelchen Gründen hier auch nochmal kurz verwenden. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Okay. Ansonsten Tuch, Tatze und das da. Nee, ich glaube, der Rest hilft uns wirklich nicht. Gucken wir mal, ob wir hier einfach auf die Map kommen oder ob wir irgendwie weitergehen. Okay, Map. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Ruinen. Vielleicht ist hier ein Gefäß oder sowas. Okay, das können wir alles nicht machen. Voll schön mit den Wasserfällen hier und so. Da geht es einfach nur... Ach, Spot. Da geht es einfach nur wieder raus. Zunge. Auf der Zunge ist etwas eingraviert. Hier steht... In Gedenken an die mächtigen Meeraugen. Sie beschützten unsere Welt über Jahrtausende hinweg. Sie wachten über uns aus zahlreichen Augen. Wir brachten ihnen die runden, grünen Früchte der Fatali-Baumelone als Opfer dar. Und sie dankten es uns, indem sie Licht in unser Leben brachten. Steinmetzpoeten. Hey, müssen wir jetzt so eine Melone finden, oder was? Ich habe das Bedürfnis, ihm ebenfalls die Zunge rauszustrecken. Aber das wäre unter meiner Würde. Kann ich sie anpacken? Huch. Das kann ich nicht mitnehmen. Es ist in den Stein gemeißelt. Schildkröte. Die Statue einer Schildkröte. Warum der Künstler sich gerade für dieses Motiv entschieden hat, bleibt dem Betrachter verschlossen. Weil Schildkröten cool sind. Okay, die haben wir einfach mitgenommen. Statue. Noch eine Schildkröte. Kann ich die auch einfach mitnehmen? Okay. Schildkröten. Also ich lehne mich hier gerade an meinen Rechner vor. Besteigt die Schildkröte hier von? Lassen wir das kurz einfach mal so. Da ist ein Tor. Das habe ich gerade gesehen, aber ich will bloß mal... Hier außen ist, glaube ich, jetzt nichts weiter zu finden, oder? Oh doch, Statue. Das Moos. Da wächst eine dichte Moosschicht auf der Statue. Bin ich wirklich schon so tief gesunken, dass ich darüber nachdenke, Moos zu essen? Vielleicht mal ein bisschen lecken. Nein, da bewegt sich nichts, wie in meinem Leben. Ich wollte das Moos, nicht die Statue. Mit bloßen Händen bekomme ich das Moos niemals ab. Kann ich das hier jetzt vielleicht mit der Grete abkratzen? Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren. Unberührt, unerschüttert und das soll auch so bleiben. Habe ich schon wieder die Statue anstatt das Moos genommen? Damit kann ich hier nichts ausrichten. Wenn ich die Wohnwagen entmoose, benutze ich immer ein feuchtes Tuch. Wir nehmen also ein Tuch? Ja, das könnte klappen. Nanu, was haben wir denn da? Ein Loch oder so, ne? Brauche ich wieder meinen Korken? Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Was haben wir denn? Nein, Moment. Was haben wir denn da? Mist, warum kann ich nur nicht pfeifen? Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Kann ich jetzt die Grete da reinstecken? Lasst mich doch die Grete in irgendwelche Löcher stecken. Das passt hier nicht. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Aber hier steht gerade Wappen, ne? Wappen, okay. Diese Statue ist unberührt. Ja, und ja. Sorry, ich wollte hier Wappen. Das ist das Wappen des Königs. Okay. Eine Art Schlüssel. Bloß mal zum Versuchen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das passt hier nicht. Hier okay. Fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Ja, dachte ich mir. Busch. Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Kann ich den Busch einfach ausgraben? Mit der Schaufel kann ich hier wenig ausrichten. Eine Heckenschere wäre hier eher angebracht. Puppe mit der Bärentatze. Ich schleppe so viele Sachen mit mir rum, aber ich habe scheinbar nichts, was mir hilft, hier durchzukommen. Ist das ein genereller Satz, den er sagt? Kann ich mit den... Ich schleppe so viel, aber ich habe... Baue ich mir aus den Zähnen und der Bärenkralle sowas wie eine Heckenschere? Die Schildkröten. Kann ich einfach durchgehen? Es ist verschlossen und ich sehe auch kein Schlüsselloch. Eine typische Sedgwick-Situation.
hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Hallo, Shana? Hier ist ja eine Brücke. Führt das dann hierhin lang, oder was? Kann ich denn Spot irgendwie? Hey, Spot. Kannst du dich da für mich hindurchzwängen? Was kannst du überhaupt? Liegt das daran, weil er gerade ein Mops ist? Hey, Spot. Kannst du dich da für mich hindurchzwängen? Was kannst du überhaupt? Okay, daran liegt's nicht. Max, Spot, hey, den Busch. Spot, kannst du dich da für mich hindurchzwängen? Was kannst du... Okay, ich dachte, er isst den Busch vielleicht auf, aus irgendwelchen Gründen. Warte mal, wo ist denn das Moos? Ach, das Moos habe ich gar nicht mitgenommen. Ich dachte, das habe ich irgendwie auch. Aber das haben wir einfach nur weggewischt und der Lappen ist auch fort. Das finde ich gut, wenn man Dinge benutzt hat und die nicht mehr braucht, dass die weg sind. Ich behaupte mal, wir haben hier noch nicht das, was wir brauchen. Deswegen würde ich erstmal hier auch wieder gehen. Und wir gehen mal vielleicht in der Höhle schnell gucken. Ich glaube zwar, dass wir hier noch nicht rein können. Da ist was wie erschrockene Gesichter, oder? Weil uns das Licht fehlt, aber wir gucken erstmal. Totem stand hier gerade. Hier ist es. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Sollst du nicht schänden, nur anfassen. Ich habe es mir zur Regel, es reicht... Ja, ja, ja. Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Nein, wohl eher eine Opferstelle. Der Steingrat sah so verdächtig aus. Hier kommen wir einfach noch wieder raus. Das sind nur Bäume. Generell nur Bäume, ne? Ja. Hier geht's in die Höhle rein. Hier außen ist nichts. Hier ist auch noch ein Totem. Das hat eine Schüssel. Will das was haben? Das scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Okay. Da spucke ich lieber nicht rein. Ich will nicht noch eine Gottheit erzürnen. Aus irgendeinem Grunde scheinen die ohnehin schon alle sauer auf mich zu sein. Brauch mal so eine Melone. Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Was kann man denn als Opfer darbieten? Eine Schildkröte vielleicht? Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen, indem ich meine Sachen wahllos fremden Gottheiten opfere. Das habe ich oft genug ausprobiert. Zähne und die Kralle brauchen wir noch, das können wir nicht opfern. Aber irgendwas müssen wir reinlegen, oder? Wir lassen es erst mal kurz. Und wir gehen mal, wir versuchen mal in die Höhle zu gehen, während ich mich ordentlich hinsetze. Muss ja doch ganz lichtig. Aber dieses riesige Spinnennetz ist ein bisschen beunruhigend, hä? Ein Pilz? Was? Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Nein, danke. Diese Pilze riechen nicht wie irgendetwas, das man essen sollte. Okay, hier sind auch solche Pupspilze. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Okay. Das Spinnennetz, aber diesen Ast hier, da kann ich nichts machen. Hier außen auch nicht. Die furzen auch einfach nur rum. Okay, ist echt nur das Spinnennetz, ne? Okay. Das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben. Ich werde im Folgenden nicht mehr darüber reflektieren, dass noch niemals irgendwo ein Spinnennetz einfach so entstanden ist, ohne eine entsprechende Spinne. Vielleicht ist es auch ein Gruppenprojekt von mehreren Spinnen und deshalb ist es so groß. Frische Spinnweben zu essen soll gesund sein, aber ich glaube, das gilt nur, solange die Spinne kleiner ist als du. Jo, ist das wirklich so? Woraus macht die Spinne eigentlich die Spinnenweben? Eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Die produziert die Seide doch selber, oder? Aber aus was? Muss ich danach gleich mal Wikipedia mehr reinziehen? Ja, natürlich würde ich das Netz auch mit bloßen Händen zerreißen. Aber ich habe da diesen Splitter im Finger. Und das Netz sieht wirklich stark aus. Und es hat vor allem nichts mit meiner Spinnenphobie zu tun. Splitter im Finger ist aber auch böse. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Tja, Spot, der Weg ist versperrt. Was soll's?
Wahrscheinlich müssen wir hier sowieso nicht durch. Was? Ich bin nicht feige. Ich blicke nur etwas tiefer in die Bedenkenkiste als andere. Ich habe gedacht, dass wir ihn hier quasi als Opfer bringen. Also nicht als Opfer, wir hätten ihn natürlich nicht dagelassen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss der Spinne eine Opfergabe geben. Muss ich da irgendwas reinhängen? Oh, wartet mal, die Schildkröten. Irgendwas reinhängen, damit die ich kommt? Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Zwei sich paarende Schildkröten. Vielleicht sehe ich auch gerade einfach nur übel schief. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Boah, das hätte mich jetzt aber gewundert, wenn das geklappt hätte, weil ich immer noch glaube, dass ich diese beiden Sachen für nichts brauche. Also momentan zumindest, weil sie ja zusammengebaut werden sollen, aber... Mal sehen. Nein, das Netz ist zu... Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Okay, wir brauchen ja aber immer noch einen Behälter. Kann ich mit der Schaufel einfach zerstören? Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Na gut. Pilze, Spinnennetz, noch ein Pilz und noch ein Pilz. Okay. Gehen wir mal raus. Also wenn ich selbst nicht kräftig genug bin, dann ist es Bot ja wohl erst recht nicht. Da müsste er schon ordentlich zunehmen. Das könnte klappen. Und was passiert? Komm mal her, Spot. Was passiert dann? Und hepp. Ist das unser Baumharzbehälter? Schüssel. Liebe Leute, ich würde sagen, das probieren wir nicht mehr jetzt, sondern einfach in der nächsten Episode von Whispered World. Bis dann. Tschüss.